Wir haben in anderen Beiträgen schon auf den Flächenwidmungsplan verwiesen, aber was ist das jetzt genau? Fragst du das jetzt mich? Ja. Dann werde ich es gern versuchen zu erklären. Und zwar werden im Flächenwidmungsplan 3 verschiedene Arten von Flächen ausgewiesen. Das Bauland, Freiland und die Verkehrsflächen. Und das Bauland wiederum wird in verschiedenste Baulandgebiete aufgeteilt. Die werden im steiermärkischen Raumordnungsgesetz genau definiert. Sprich, da wird festgelegt, wofür Nutzungsmöglichkeiten dort eben erlaubt sind oder möglich sind. Die werden dann im Flächenwidmungsplan farbig ausgewiesen, sodass man eben weiß, was darf man dort machen, was nicht. Ist es eigentlich überhaupt Bauland? Wo befinden sich Straßen? Wo befindet sich ein Wald etc.? Dann wird dort auch noch ausgewiesen, wo bestimmte Gefahrenzonen sind. Da geht es dann um sowas wie Seveso-Betriebe, also Betriebe, wo eben gewisses Gefahrenpotenzial vorhanden ist. Oder Wildbachzonen, wo Hochwassergefahr besteht und so weiter und so fort. Also auch das kann man aus dem Flächenwidmungsplan rauslesen. Und dann hätte man noch verschiedenste andere Dinge, die man da rauslesen kann. Das ist wirklich spannend zum Anschauen. Können wir euch nur empfehlen, dass ihr mal vielleicht einen Blick in den Flächenwidmungsplan eurer Gemeinde werft. Ihr findet die meisten davon im Internet. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist die Gemeinde dafür zuständig, den zu erstellen und auch eben laufend zu aktualisieren. Meistens in einem Abstand von ein paar Jahren wird es dann aktualisiert und neu ausgewiesen teilweise, wenn es notwendig ist. Und wenn ihr den Flächenwidmungsplan nicht online findet, könnt ihr auch zum Gemeindeamt eben in eurer Gemeinde schauen und dort könnt ihr dann einen Einblick nehmen.